In Österreich geht man von einer Zahl von 9000 Infizierten aus. Wenn Jugendliche betroffen sind, dann haben sie wahnsinnig viel Gesprächsbedarf. Aber im Laufe der Zeit findet hier doch eine Auseinandersetzung statt, die zeigt, dass die Lebenssituation sich nicht grundsätzlich geändert hat. Das AIDS-Hilfehaus im 6. Bezirk ist die erste Anlaufstelle. Hier werden AIDS-Tests durchgeführt, denn Früherkennung ist besonders wichtig. Man sollte auf jeden Fall nicht vergessen, dass AIDS zwar inzwischen sehr gut behandelbar ist, nach wie vor aber eine tödliche Krankheit. Es ist hier anonym, es ist hier kostenlos, man braucht sich nirgendwo outen, man braucht nicht seinen Namen sagen. Und das ist der große Vorteil, dass ich mit jemandem ein vertrauliches Gespräch führen kann. Wenn man hier hineinkommt zur Testberatung, das Erste, was man tun muss, ist einmal, man zieht sich hier eine Nummer. Das ist notwendig, weil wir sehr viele Personen haben, über 7000 im Jahr, die sich zu uns testen kommen. Das macht die Administration einfacher. Hier sehen Sie eins unserer ärztlichen Beratungszimmer. Hier findet die Blutabnahme statt und natürlich geben unsere Ärzte auch medizinische Auskünfte, so die von den Klienten gewünscht sind. Also wenn es betroffene Jugendliche gibt, dann kann ich nur sagen, kommt's her bitte. Bis das Testergebnis feststeht, muss man hier kurz warten und wird dann von einem Berater wieder aufgerufen, der dann das Testergebnis positiv oder negativ mitteilt. Der einzige Schutz gegen AIDS und HIV ist ein Kondom. Und ein Kondom ist nicht nur Männersache. Auch Mädels können ein Kondom einfordern. Als internationale Diskussionsplattform zur Bekämpfung des HIV-Virus findet alle 2 Jahre die AIDS-Konferenz statt. Dieses Mal in Wien und wie immer hochkarätig besetzt. It's great to see the energy here at this conference. The AIDS movement has achieved a lot. And it's important that we collect together and think about where we go from here. Safer Sex ist wichtiger denn je. Denn wenn jeder verhüten würde, wäre das HIV-Virus in ein paar Jahrzehnten ausgerottet.